Hier ist der Mann, den man schminken muss, damit er nicht zu gut aussieht. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Herzlich willkommen. An diesem Sonntagabend, ich hoffe für Sie in der Zwischenzeit schon eine feste Verabredung hier mit uns. Wir lassen gemeinsam das Wochenende ausklingen mit einer neuen Folge Kaum zu glauben und unserem wunderbaren Rateteam, die auch heute wieder ganz viele schlaue Gedanken und vielleicht auch verrückte Ideen hier in diese Sendung einbringen werden. Guten Abend, herzlich willkommen, Bernhard Hoeker. Einen schönen Abend. Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumm. Guten Abend! Diese vier treten heute Abend wieder an, um die Geschichten unserer Gäste herauszufinden. Natürlich alles verrückte, unglaubliche, besondere Geschichten, die unsere Gäste da mitbringen. So wie unser erster Gast. Herzlich willkommen, Wolfgang aus Berlin. Guten Abend. Hallo. Ja, freut mich sehr. Das sind die vier, denen Sie sich jetzt stellen werden. Und für Sie, meine Damen und Herren zu Hause, hier ist die erste Geschichte. Das ist Schweinkram. Doch nichts Intellektuelles. Das ist nichts Intellektuelles, das ist eindeutig was ganz Versautes. Oh. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh. Bernhard beginnt und der Ratehinweis ist, Wolfgang kannte kein Pardon. Oh. Okay. Die Zeit läuft. Hallo Wolfgang. Hallo. Geht es um deinen Beruf? Ja. War es ein besonderes Ereignis in deinem Beruf? Ja. Ein einmaliges Erlebnis? Natürlich, bist du Dienstleister? Nee. Bist du Handwerker? Nein. Bist du Landwirt? Nein. Damit hätte ich die drei möglichen Bereiche abgedeckt. Ja, ja. Mehr gibt's nicht. Okay, mehr gibt's in Berlin nicht. Ja. Bist du selbstständig? Nein. Ist es wichtig zu wissen, welcher Beruf das ist? Nein. Okay. du kannst kein Pardon. Das heißt, du hast dich rücksichtslos verhalten. Nein. Also unwissend. Nein. Nein. Du hast etwas getan, was andere in Verlegenheit versetzt hat. Nö, nein. Du hast aber etwas getan. Ja. War es etwas Öffentliches? Ja. Du hast etwas geschrieben. Nein. Etwas fotografiert? Nein. Gefilmt? Nein. Gesagt? Zeit ist um. Die ersten 200 Euro. Das ist ja das Spannende, wenn man weiß, worum es geht, dann klingt es in Verbindung mit dem Ratehinweis fast einfach. Hubertus, ja. Bist du bereit? Ja. Dann laufen jetzt deine 45 Sekunden. Bedurfte es der Zivilcourage? Nein. War die Person, die mitbeteiligt war, oder die Personen, sind das im weitesten Sinne bekannte Personen, Personen, ja. Prominente? Ja. Politiker? Nein. Entertainer? Schauspieler? Also ja. aus Unterhaltungsgewerbe? Ja, ja, ja. Mit denen haben Sie also was gemacht. Und die haben das nicht gewusst, was Sie machen werden? Nein. Haben Sie das mit Absicht gemacht? Ja. Da war ein Plan hinter. Ja, also es, ja, kein, es ja. war kein Unfall, es war, nein, keine, war, war kein Streich, den Sie gespielt haben. War es ein Streich? Nein. Nein. Sind Sie Regisseur? Nein. Produzent? Nein. Gute Nachricht, Wolfgang, die nächsten 200 Euro. So, Stefanie ist dran, die Nummer 3. Los geht's. Hat es was mit Habe Kerkeling zu tun? Ja. Hat es was mit dem Besuch von einer Prinzessin zu tun, den er dargestellt hat? Was war denn das? Was hatte er denn? Königin Beatrix. Hat es damit was zu tun? Ja. Waren Sie der Fahrer des Autos? Nein. Ja, dafür waren so Sie standen? Sie waren, sind auf jeden Fall in diesem Clip, den man sehen kann, da sind Sie Mitwirkender. Ja. Die Frage ist jetzt, als was? Ja. Was gab es da noch? Den Diener? Vielleicht? Nein. Nein. Fahrer war es nicht, Dina war es nicht, Habe Kerkeling war es aber auch nicht. Nein. Sie, haben Sie, ach Mist, ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern an diesen Clip, was da noch war.
Ja, oh, wir sind nah dran, aber wir packen noch mal 200 Euro oben drauf. Und Jörg hat jetzt die Chance zu lösen. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich auch noch dran. Ich erinnere mich sehr gut dran. Hammer, ich durfte selbst mal da sein. Arbeiten Sie im Schloss Bellevue? Ja. Haben Sie Harpe Kerkeling den Eintritt zum Schloss Bellevue verwehrt, weil Sie da der vorne der Einlasskontrolleur oder... Nein. Schiete, dachte ich. Warum nicht? Sie müssen den Job wechseln. Haben Sie Harpe Kerkeling... Aber Sie hatten direkt mit Harpe Kerkeling zu tun. Ja. Standen Sie oben auf der Treppe, als er da ausgestiegen ist und hochgegangen ist? Da stand ich nicht, nein. Was hat er denn noch? Fahrer war er nicht? arbeiten Sie im Sicherheitsdienst? Nein. Protokoll? Nein. Der muss... Stefanie. Du kannst so streng sein, Kai, aber aus gutem Grund. Das weiß braucht sie manchmal. Ja? Der Seil muss ihm irgendwas verwehrt haben. Euch beraten. Heißt, dass er ihm irgendwas verwehrt hat vielleicht. Er hat ihn wieder rausgeschickt. Wurde das aufgedeckt? Es wurde aufgedeckt, ja. Der hat das er hat ihn rausverwiesen. Wir alle erinnern uns noch gut. Ich glaube, dieser Herr war in dem Filmausschnitt drin. Weil als sie kamen, meinte ich, ihr Gesicht mal zu... gesehen zu aber haben. Da war doch nur einer auf der Treppe oben, der da stand. Und so, Bernhard, dein letzter Tipp. Sie waren vom Schlüsseldienst und haben die Tür verschlossen, als Sie gesehen haben, dass jemand versucht, auf illegale Art und Weise sich Zutritt zum Bundespräsidenten zu verschaffen und haben schnell ihre Werkzeugkasten gepackt und die Tür verschlossen, verriegelt, mit Nägeln versehen und Bretter davor gehauen. Nein. Robertus. Nur wenigen und nur aufmerksamen Fernsehzuschauern ist aufgefallen, dass auf dem Beifahrersitz Prinz Charles saß. In der Maske von Prinz Charles war unser Gast. Der durfte aber nicht aus dem Auto raus, weil einfach Harpe gesagt hat, das ist meine Show. Und so, das wissen nur ganz wenige, ist Prinz Charles die ganze Zeit im Auto geblieben. Ja, und nie zum Einsatz gekommen. Leider nein, schöne Idee. Stefanie, was könnte er gemacht haben im Zusammenhang mit dieser Geschichte? Nein, ich glaube, er hat ihn des Ortes verwiesen. Ja. Das stimmt! Wolfgang Teske war zu dieser Zeit, offizielle Bezeichnung war? Ich war zu dieser Zeit Medienbetreuer zu diesem Termin im Schloss Bellevue. Und er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Harpe Kerkeling da irgendwann auch wieder verschwand. Denn die echte Königin war ja im Anflug. Und wie er das getan hat und mit welcher Vehemenz er dafür gesorgt hat, das können wir uns hier nochmal anschauen. 1991, unvergessen, Harpe Kerkeling als Königin Beatrix im Schloss Bellevue. Ja. Es ist ein Tag, den man im Schloss Bellevue wohl niemals vergessen wird. Und auch er nicht, Wolfgang Teske. An dem Tag gab es Sicherheitsstufe 1, so wie das für Könige meistens Standard ist. Und wir haben natürlich überhaupt nicht an eine Comedy-Show gedacht, die hier abläuft. Berlin 1991. Harpe Kerkeling als Königin Beatrix unterwegs in einer Limousine. Schön die Hand vors Gesicht, sonst sehen Sie, dass ich nur die Trixie bin und nicht die Beatrix. Wolfgang Teske ist damals hautnah dabei. Harpe Kerkeling hat gar nicht damit gerechnet und hat gar nicht in seinen kühnsten Träumen gedacht, hier reinfahren zu können. Steigen wir hier aus jetzt? Tatsächlich schafft es der Entertainer sogar bis zur Türschwelle. Hallo, ich bin Beatrix. Hallo. Überholst du die Präsident? Lecker Mittagessen jetzt. Klaus ist auch noch, sitzt in die Auto. Die Verantwortlichen scheinen überfordert. Was tun? Er war ja eingerahmt von ganz vielen Medienvertretern. Ich sah ja nur das blaue Hütchen. Ich bin die Beatrix. Hallo. Mein erster Gedanke war, da stimmt was nicht. Einen Moment Akkreditierung, bitte. Schauen Sie mal. Können Sie sich die Akkreditierung zeigen? Und dann stand noch mal unser Pressesprecher vor mir, der Kerkeling nach der Akkreditierung fragte. Und da dachte ich noch, was fragt denn der da für einen Blödsinn? Hier ist meine Akkreditierung. Ich habe meinen Ausweis mitgebracht. Ich bin die Beatrix. Sie steht hier drin. Bitte jetzt möglichst schnell, damit das Ganze nicht gestört. Ja, wo ist das Mittagessen? Wolfgang reagiert am schnellsten. Ich wollte ihn weghaben. Ne? Ich habe ihn richtig in den Arm genommen und zum Auto geführt und habe ihn da auch reingeschoben, richtig. Und habe gesagt, so, nun bitte raus hier, ganz schnell. Harpe Kerkeling schreibt Fernsehgeschichte. Und im Schloss Bellevue sieht man es schlussendlich auch mit Humor. Wir, die wir unmittelbar beteiligt waren, wir haben uns das natürlich angeguckt und wir haben uns begeiert. Also wir haben bald die Hose gemacht vor Lachen. Wir fanden das so toll. Und das war ja auch eine gigantische Nummer, die er da abgezogen hat. Das muss man schon sagen.
Wolfgang Teske. An ihm kommt eben keiner vorbei. Heutzutage wäre das eine gefährliche Geschichte, sowas zu versuchen, ne? Ja, hatte also heute würde das nicht mehr funktionieren. Ja, das war damals im Umbruch. Die Mauer war gerade weg. Es gab gerade die deutsche Einheit. Und Schloss Bellevue war immer noch der zweite Amtssitz. Aha. Und die Sicherheitsvorkehren waren da lange noch nicht so wie heute. Und heute würde das nicht mehr funktionieren. Hatte denn die echte Königin davon irgendwas mitbekommen? Oder wie viel Zeit lag da dazwischen, bis die eintraf? Er fuhr raus. Und auf der anderen Seite fuhr die Königin rein. Die hat nichts mitgekriegt. Natürlich hat die nach dem Mittagessen, 2 Stunden später oder so, wie die wieder in ihrer Botschaft war, hat die das im Fernsehen gesehen. Das lief auf allen Sendern, hoch und runter, hin und vor. Und mit Sicherheit auch hin und zurück. Ja. Also eine wunderbare Geschichte. Grüße an Harpe Kerkeling von dieser Stelle. Und Ihnen viel Spaß mit 800 Euro. Und vielen Dank für den Besuch, hier bei Kaum zu glauben. Wolfgang Teske aus Berlin. Stück deutsche Fernsehgeschichte. Ja, super. Ja, schreiben wir vielleicht auch jetzt wieder ein Stück deutsche Fernsehgeschichte, meine Damen und Herren, mit unserem nächsten Gast. Herzlich willkommen, Jörg aus Mühlen. Hallo. Grüß dich, Jörg. Hallo. Hier ist Jörgs Geschichte. Darum geht's. Ach so. Ah ja. Oh, das war mal herzliches Lachen. Oder? Okay. Oh, das war nicht nur Lachen, das war auch Hoho. Ja, einige, das war. Einige haben es verstanden, andere gar nicht. Es war auch viel Hoho dabei. Es könnte was mit Weihnachten zu tun haben. Genau. Ne? Ja, Hubertus fängt an. Und der Ratehinweis ist: Jörg kann nichts für sich behalten. So, jetzt. Zeit läuft, Hubertus. Da war eben eine Dame, die hat herzlich gelacht und der Herr daneben hat gar nicht gelacht. Ist es kompliziert? Weil der eine versteht es, der andere versteht es nicht. Ja. Es ist kompliziert. Ja. Ist es passiert während des Hobbys, während des Sports? Nein. Im Beruf? Ja. Ist es überhaupt passiert? Ist etwas passiert Ihnen? Ja. Etwas, was Ihnen Schmerzen zugefügt Nein. hat? Nein. Was Ihnen am Ende Glück zugefügt hat? Nein. Ja, ach so. Ja, doch, doch, muss man schon sagen. Ja, okay. Ja, ja. War ja. es peinlich? War es ja. unangenehm? Nein. Es war peinlich, aber es war nicht unangenehm. Ja. Ich verstehe. Genau. Das soll einer verstehen. Gut. ist es in Ihrem Heimatort passiert? Auch. Ja. Auch? Und sind Sie da heute noch ein bisschen gespött, dem Gespött ausgesetzt? Nein, gespött nicht, oder? Nein, kein Gespött. Nein, nein, nicht gespött. Weil das führt in die falsche Richtung. Ja, die ersten 200. Meine. So, ja, deine. Nimm dir keiner mehr weg. Ja, Stefanie. Widmet sich dir jetzt in der Fragerunde 2. Ist es ein einmaliges Erlebnis? Ja. Ja. Haben Sie was verloren? Nein. Oh Gott. Hat es was mit einem Geheimnis zu tun? Nein. Ist Ihnen körperlich was passiert? Nein. In der Öffentlichkeit? Ja. Hat die Zeitung darüber berichtet? Ja. So, ist jemand anderem was zugestoßen? Nein. Es geht nur um Sie? Ja, also grundsätzlich ja. Ja. Hat es was mit behalten im Sinne von bei sich behalten? Nein. Halten mit hochhalten? Nein. €400. Ich muss manchmal so ein bisschen korrigieren, eingreifen, damit das dann nicht in die falsche Richtung geht. Ja. Jörg? Ich gucke die ganze Zeit dieses Gesicht an. Ich kenne das. Ja. Kennen wir uns? Nein. Ach, sind Sie im Internet aktiv? Nein. Im Fernsehen? Nein, nicht im Nein. Okay, also kenne ich Sie wahrscheinlich doch nicht. Nee. Gut. Ist das geplant gewesen, dass das passiert, was Ihnen passiert? Ach so. Ach so. Hat aber nichts mit Ihrem Beruf zu tun? Nein. Gut, kann nichts bei sich behalten. Sie haben nichts verloren. Nichts gewonnen. Nichts gewonnen, auch nichts gewonnen. Gut, ist das in Berlin passiert? Nein. Ah. Das hat nichts mit dem Ort zu tun, aber Berlin könnte nicht sein. Ist das vor 5 Jahren passiert oder länger her? Vor 5 Jahren?
3, 4 Jahren. Vor 3, 4 Jahren. Also ist aktuell passiert. Mit Ende 30. Ich habe keine Ahnung. Weiß. Ja? So, gut so. 600. Ich habe so, Bernhard. Leiseste. Also, ja. Hat das was mit Kleidung zu tun? Nein. Hat das etwas mit Erbrechen zu tun? Nein. Ich wollte es nur klären. Ja. Hat das etwas mit Sprache zu tun? Nein. Ich habe nur 3 Möglichkeiten gehabt. Ja. Ist es kein Hobby? Nein. War das eine Aktion? Ja. Eine einmalige Aktion? Ja. Wo du Sachen verschenkt hast? Nein. Verliehen hast? Nein. Getauscht hast? Ja. Du hast dich von einer kleinen Büroklammer zu einem Haus hochgetauscht? Nein. Verdammt. Du hast Dinge getauscht einfach. Ja. Ein Gegenstand? Ja. Mit Leuten und der Gegenstand ist das Besondere. Ja, von was zu was. Ne? Ah, du hast dich von einer kleinen Sache zu einer großen Sache hochgetauscht. Ja. Innerhalb von einem Tag. Nein. Und das innerhalb von einem langen Zeitraum. Aber jetzt von was zu was. Ja, mittellang. Ja. Gut. Ja, es ist von. Sehr gut. Ja, von. Ich hab das. Es gibt das. Das gibt es Leute, die dann immer tauschen. Es gibt jemanden, der hat mit einer Büroklammer angefangen und hat dann irgendwie ein Haus gehabt. Wir haben uns gefragt, ob es ein Wettbewerb ist. Ja, Geld kommt, Jörg. Geld kommt, keine Sorge. Pass auf, Jörg. Wir sind ja ganz schlau. Schotter muss raus. Die Frage ist, von wo nach wo? Womit hat er angefangen? Ich schätze mal ein Haus. Okay, dann fangen wir an. Auto oder Haus? Vielleicht. Von einer Briefmarke zum Auto. Schon gut. Ein Teil davon stimmt schon mal. Ja. Der große Teil, das sagen das wir jetzt, Auto. Um euch eine Chance zu geben. Das Auto stimmt. Da würde ich sagen, behaupte ich jetzt mal, weil ein Element eines Autos ist eine Schraube. Er hat mit einer Schraube begonnen und mit einem Auto geendet. Nein. Auch nicht. Nein. Kugelschreiber zum Auto. Nein. Nein. Jörg? Ich gucke auf die Haare. Hm? Vom Wischmopp zur zum Auto. Nein. Nein! Nein, und damit kriegt Jörg auch das letzte Sackerl und hat die 1.000 Euro damit gewonnen. Jetzt hast du sogar noch mal Glück gehabt, Jörg. Ja. Denn wenn er jetzt gesagt hätte, ich guck dich an und sag mal von der Flasche zum Auto, ja? Ja. Dann hätte er recht gehabt, von der Schnapsflasche zum Auto. Oh. Ja, und, genau. Pass auf, Freunde, und jetzt kommt das ganz Verrückte an der Geschichte. Ja, und da gibt es nachher noch richtig Ärger, dass er sich daran nicht erinnert. Bernhard war beteiligt an diesem Tausch, denn er hat 2 Tauschobjekte dafür zur Verfügung gestellt. Bernhard. Oh Mann, echt? Bernhard! Ja, schauen wir uns das an, was da passiert ist. Von der Schnapsflasche zum Auto hochgetauscht. Die Schnapsflasche war es nicht und mein Auto hast du auch nicht. Das heißt. Schnaps. Mit hochprozentigem Alkohol kann Jörg Runnebohm eigentlich nichts anfangen. Ich glaube, ich hatte die größte Schnapsidee in Deutschland. August 2013. Jörg will einen neuen Dienstwagen von seinem Chef. Doch der will ihm keinen bewilligen. Aber Jörg hat eine Idee. Ich habe im Fernsehen gesehen, da hat sich jemand hochgetauscht von einer Büroklammer zu einem Haus. Da habe ich für mich entschieden, das kannst du auch. Los, ich fange dann mit einer Flasche Schnaps an und tausche mich dann hoch zu einem schönen Geländewagen. Die Abmachung steht. Schafft er den unglaublichen Tausch, bekommt er den neuen Dienstwagen. Na dann mal los. Und so wird aus der Schnapsflasche ein Poloschläger. Aus dem eine Sonnenbrille, dann ein Fernseher, eine Motorsäge, 1000 Eier, 3 Kälber bis hin zu, kaum zu glauben, eine Ampulle Pferdesperma. Ach ja, prominente Unterstützung gab's auch. Das war der Bernhard Hoecker. Von ihm habe ich 2 Bücher gekriegt mit Unterschriften drin. Da habe ich für diese 2 Bücher, ungelogen, 2 super Webkarten für ein Basketballspiel bekommen. Nach über 30 Tauschaktionen in 3 Monaten ist Jörg am Ziel. Ein Auto im Wert von knapp 9.000 Euro hat er ertauscht. Den Erlös spendet er der Krebshilfe. Eine tolle Sache. Aber hätte es irgendetwas gegeben, was du nicht eingetauscht hättest? Meine Freundin mit ihren beiden Kindern, also die will ich behalten. Schwiegermutter, da hätte ich gesagt, mach ich vielleicht mit. Na, dann sind wir gespannt auf die nächste Tauschrunde. Ach so, was wurde eigentlich aus dem Dienstwagen, lieber Jörg? Eine super Geschichte. Ja, was wurde denn jetzt aus dem Dienstwagen? Hat der Chef seinen
Versprechen eingelöst? Nee, habe ich nicht gekriegt. Nee, wirklich nicht? Nee, habe ich nicht. Also letztes Jahr habe ich zwar 9 gekriegt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gekriegt. Hast du hoffentlich gleich gekündigt? Nee, ich bin immer noch da. Ja, okay. Ich verkaufe noch Schnaps. Ja. Aber das war ja eine unglaubliche Geschichte, die ihr da ins Leben gerufen habt. Wie bist du denn auf Bernhard und die Bücher eigentlich gekommen? Mein Arbeitskollege ist, glaube ich, seine Töchter sind mit deinen Töchtern zusammen in der Schule. Ach, wie lustig. Und dann hatte ich irgendwann 2 Bücher von dir in der Hand. Genau. Ja. Du warst einfach so nett und hast gesagt, du, die Bücher schiebe ich da rüber. Dann. Genau. Ja. Du hast da irgendwo noch so eine Ampulle Pferdesperma. Ja, ich würde überlegen. Irgendwas kommt da noch. Die liegt da noch offen. Was ich mich noch frage, also wir haben hier noch was Besonderes, das musst du vielleicht noch sagen. Ne? Also da sind alle die drauf, die da mitgetauscht haben. Mhm. Und es könnte noch Unterschrift drauf fehlen. Mhm. Und wäre schön, wenn du mitmachst. Bernhard, ich bringe dir das mal rüber. Hier, da kannst du mal. Und vielleicht sagst du mir mal noch ganz schnell, diese 1000 Eier, die du da zwischenzeitlich mal hattest, da muss man ja richtig schauen, dass die schnell wieder wegkommen. Die werden ja irgendwann schlecht. Ja, das war auch teilweise wirklich sehr anstrengend, aber es ging wirklich schnell. Da hat ein Restaurant mitgemacht und dann hatte ich die sofort wieder weg. Super. Dankeschön. Also jetzt ist komplett, Bernhard. Glückwunsch. Okay. Genau. Viel Spaß damit. Dankeschön. Jetzt ist vollständig und danke für den Besuch. Ja, danke. Ja. Ja, aus Mühlen. Hier erfährt man eine Menge Spannendes. Aber ich sage euch eins, unseren nächsten Gast würde ich für nichts in der Welt eintauschen. Herzlich willkommen, Andrea aus Brandenburg. Hallo, schön, dass du da bist. Andrea ist unser dritter Gast, das heißt, du wirst dich als erstes Stefanie stellen. Aber erstmal wollen wir Ihnen natürlich verraten, warum Andrea hier ist. Bitte schön. Oh, das war so gar nichts. Wir sehen. Da war so. Habe ich auch schon erlebt. Begeistert ist. So, die Geschichte ist wieder ausgeblendet. Begeistertes Erstaunen möchte ich das mal. Ja, möchtest du? Nee, ich nicht. Andrea, ich entschuldige mich im Vorhinein für den kleinen Ratehinweis, aber es ist echt schwer, ja, da was zu finden, was lustig ist und nicht zu viel verrät. Ja? So, der Hinweis ist. Andrea kommt immer im Stehen. Ich überlasse es jedem. Und du so? So, Stefanie. Auf geht's. Los geht's los. Das heißt immer regelmäßig? Ja. Also stehen im Sinne von stehend? Ja. Kommen im Sinne von ich komme wohin? Ja. Ja gut, also sie laufen? Nein. Sie hüpfen? Nein. Stehen war das Verb. Werden sie gezogen auf so einem... Nein. Stehen? Kommen die Leute vielleicht zu Ihnen, weil sie einfach stehen bleiben? Nein. Ist es ein Hobby? Nein. Ist es beruflich? Ja. Bringen Sie jemanden in eine aufrechte Position? Nein. Ist es therapeutisch? Nein. Es passiert etwas mit jemand anderem? Ja. Geht's ihm danach besser? Naja. Ja. Mal so würde ich sagen. Na. So, Jörg. Okay, ist es ein Lehrberuf? Nicht im klassischen Sinne. Nee, nicht im klassischen. Gibt es mehr Menschen, die das tun in Deutschland? Nein. Können das Männer auch machen? Ja. Oh, schön. Könnten Sie das mit mir machen? Nee. Kommen Nein. zu Ihnen Nein. Frauen? Das will keiner. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Kommen Frauen zu Ihnen hauptsächlich? Nein, sie Nein. kommt ja ich zu komme zu jemandem. Aber zu Frauen hauptsächlich? Nein. Nein. Aha. Sag's doch. Warum aber nicht ich denn nicht? Ich bin raus. Ja. Das heißt, es nur besondere Menschen, die irgendwie ein Defizit haben, irgendwie ein Handicap haben? Nein. Das wollen wir nicht unterstellen. Aber sie im Stehen. So, 400 Euro, Andrea. So, jetzt, ich würde sagen, ein bisschen festgefahren in einer Richtung, aber vielleicht kann Bernhard das ja wieder aufbrechen. Also. Ja? Bernhard, auch für dich. Andrea, du kommst zu Tieren. Nein. Zu Pflanzen. Nein.
zu Gebäuden. Ja. Also es geht um Bauwerke, wo du hinkommst. Nein. Es geht darum, also du kommst ja irgendwo hin, stehend, um jemandem etwas zu helfen. Es sind keine Frauen, es sind keine Männer. Also gehen wir gerade die Ideen aus. Also, das hat keiner gesagt, genau. Es sind nicht nur Frauen. Ah, es sind Menschen. Menschen. Ah, okay. Ja, dann fangen wir mal von vorne an. Dann fangen wir von vorne an. Okay, die kein Leiden haben. Nein. So, jetzt ist die Frage, warum im Stehen aufrecht kommst du zu denen? Ja. Weil du, bist du verkleidet? Nein. Also keine verkleidet. Uniform oder so etwas? Ja. Keine Uniform. Ach, nee. Ja, das war nicht. Also. Keine Uniform, nein. In Uniform, ja. 600 Euro und Hubertus kann sich... Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes Gefühl? Das macht mir Angst. Ja, dann auch. Leg los. Werden Sie stehend irgendwo hingeschoben? Nein. Werden Sie stehend irgendwo hingerollt? Nein. Sie gehen aber nicht? Nein. Sind Sie eine... Und Sie sind die Einzige in Deutschland, die das tut? Ja. Ist Ihr Dienstherr das Land, das Bundesland? Nein. Oder der Bund? Machen Sie es? Nein. Sind Sie Beamtin? Nein. Überprüfen Sie etwas? Nein. Kontrollieren Sie etwas? Nein. Hat man Angst vor Ihnen? Nein. Bestellt man Sie? Nein. Sie kommen spontan? Nein. Im Stehen? Sie machen einen Termin vorher? Nein. Nein? Wenn er Frauen wurde, aber eben abgelehnt. Also Steffi, da müsst ihr euch vielleicht noch mal erinnern, was Stefanie so alles schon erfragt hat. Ne? Stefanie, wiederhol mal. Kein Termin, nicht spontan, und nicht Uniform. Und sie nicht steht zum dabei. Sie steht, also sie läuft nicht hin, sie steht, sie wird weder geschoben noch gerollt. Wer in Uniform steht die ganze Zeit rum, ja, bewegt sich nicht selber, kommt aber trotzdem. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist sie ein Miniaturland tätig. Ja. So, Legoland. Stefanie, yes. Du was gibst die erste, den ersten, letzten Tipp ab. Ja. Das könnte ich habe ein gutes Gefühl, dass es mit ich den 1000 glaube, Euro klappt. Ich glaube, dass sie vielleicht die einzige Frau ist, die vor irgendeinem Königshaus Spalier steht. Nein. Ich weiß endlich, seitdem ich jetzt Andrea kenne, wer in diesen Stoffpuppen drin steckt, die immer Spalier stehen vor Spielzeugläden und meine kleine Tochter erschrecken, weil sie plötzlich komische Geräusche von sich geben. Sie sind in so einer Puppe drin. Nein. Warum nicht? Das ist schade. Das ist sehr schade. Bernhard? Es gibt doch diese großen Kirchturmuhren, wo so Figuren zu bestimmten Zeiten rausfahren. Ja, in irgendeiner Stadt in Deutschland gibt es das mit lebenden Menschen. Und als lebende Puppe steht sie da, wartet quasi den ganzen Tag auf 12:01 Uhr. Und dann fährt sie in der Uniform einer mittelalterlichen Krankenschwester nach vorne, bewegt sich kein Stück, wird natürlich unfassbar oft fotografiert und verschwindet dann wieder. Nein, wir erlösen ihn. Ich glaube, ich hab's. Nein. Jetzt. Ich glaube, ich hab's. Andrea, du hast ja gesagt, sie kommt aus Brandenburg. Also hat Brandenburg damit. Hat Brandenburg damit nichts zu tun und hättest uns ja den Hinweis nicht gegeben. Weil Andrea hat nämlich einen neuen. Andrea, darf ich mal zu Ende reden? Nee, ja? Andrea, Brandenburg ist entscheidend. Mein Gott, pass auf. Andrea hat nämlich eine neue Liebe in Köln. Und diese neue Liebe hat sie, davon, hat sie dazu überzeugt, als Funkelmariechen auf. In der Uniform, weißt du, sie schmeißt Bonbons weiter, runter. Weiter, sieht gut aus. Sie ist ein Funkenmariechen in Uniform. Darf ich dir was sagen? Nein. Hubertus, nein, das ist sie nicht, das ist sie nicht. Und damit sage ich herzlichen Glückwunsch zu 1000 Euro, Andrea. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gebe ich euch noch einen Hinweis. Mal gucken, ob ihr dann drauf kommt. Andrea kommt nämlich genauer gesagt aus Burg im Spreewald. Sie ist eine Gurke. Sie ist die Gurke. Ja. Hallo. Nein, sie ist Briefträgerin. Ja. Und steht im Boot und fährt, weil sie natürlich nicht sitzt. Guck mal da. Ja, leider zu spät. Aber... Das wäre die richtige Antwort gewesen. Andrea ist die einzige Kahnpostbotin in Deutschland. Ja, und es ist so schön da. Och, so viele würden gerne mit ihr tauschen.
Der Spreewald in Brandenburg. Spiegelglattes Wasser. Eine Naturidylle, soweit das Auge reicht. Und sie hier genießt die Natur täglich bei der Arbeit. Andrea Buna aus Burg im Spreewald. Ich bin Postkartenzustellerin im schönen Spreewalddorf Lede. Und Andrea ist ganz schön unterwegs. Täglich 8 Kilometer sind es mit ihrem gelben Postkahn. Rund 65 Haushalte, zu denen ein Auto nur mit großen Umwegen gelangen würde, versorgt sie. Ich biete auch den mobilen Postservice an. Also kann man durchaus sagen, das ist die kleinste Postfiliale oder eine schwimmende Postfiliale vielleicht auch. Ich verkaufe Briefmarken, ich nehme Briefsendungen an, Päckchen, Pakete einschreiben. Ja, alles, was so anfällt. Ja, dann volle Kraft voraus, aber ohne Motor. Denn hier ist Handarbeit angesagt. Das geht ganz schön in die Arme, oder? Ja, ich brauche nicht ins Fitnessstudio. Das ist persönliches Fitnessstudio für mich. Bärenstark. Und Andrea, transportierst du eigentlich alles? Alles, was in dem Höchstgewicht 31,5 Kilo liegt, befördert ja die Post und somit auch ich. Und das kommt auch auf den Kahn. Ein Kühlschrank, ein Rasenmäher, die Hollywood-Schaukel, Fahrräder, Fernseher. Also es war schon alles mit dabei. Es ist wirklich bunt gemischt. Andrea Buna. Wirklich kaum zu glauben. Super. Ah, verdammt. Verdammt. Ja. Also ist das ein Traumberuf? Es ist ein Traumberuf, kann man so sagen. Jetzt haben wir dich natürlich da an einem schönen Tag gesehen, aber es gibt natürlich auch mal Regen. Oder was ist im Winter, wenn die Saison geht von April bis Oktober. Da bin ich dann mit dem Kahn unterwegs. Aha. Und im Winter... Mit Schlittschuhen und das wäre schön, nein. Da bin ich dann mit dem Auto unterwegs, habe längere Wege zu laufen. Also du freust dich dann immer auf die kommende Sommersaison. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ja. Hast du schon mal einen Wasserschaden gehabt, vielleicht auch, weil zu schwer beladen? Kommt sowas vor? Oder? Nein, ich bin auch noch nicht ins Wasser gefallen. Ja. Also einige Fährleute drohen mir das so ein bisschen an, dass ich noch nicht meine Taufe hatte. Das ist jetzt meine 5. Saison und ich hoffe, ich komme darum herum. Ja, Andrea, herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Und viel Spaß mit 1.000 Euro und alles Gute natürlich noch für diese Saison. Danke. Danke, Andrea. Dankeschön. Unser nächster Gast, Michael, kommt aus Österreich. Oh. Michael, herzlich willkommen. Aus Wien, um ganz genau zu sein. Und Michael hat Folgendes getan, erlebt. Ja, der Grund, warum er da ist. Ui, kam hoch. Das war jetzt aber richtig beeindruckend. Das war eher so. Das war. Wow. Oh, ey. Aus Wien, ja? Das hätte keiner geglaubt. Jörg fängt an. Der Ratehinweis lautet: Manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß. Du magst es. Also 45. Du magst es heiß. Ja. Ja. Ist es ein Beruf? Nein. Ein Hobby? Ja. Machst du es mehrmals? Nein. Hast du es nur einmal gemacht? Ja. Okay. Ist es ein Sport? Ja. Ist es ein Sport, den Kai auch ausüben könnte? Ja. Ja. Okay, bei Österreich fragt man sich, hat es was mit Bergsteigen zu tun? Nein. Mit Skifahren? Nein. Was macht ihr denn noch in Österreich? Tennis, Langlauf? Fußball. Fußball? Nein. Nein. Alles nicht. Mhm. Ist es eine Individualsportart? Oder eine Mannschaft? Also machst du es alleine oder? Ja. Alleine. Okay. Ja. Alleine. Alleine macht es. Die ersten 200, Michael. Und bei Sport können wir Bernhard fast überspringen. Ja, du leg drauf, du bist dran. Es sei denn, es geht um Hockey. Ja. Ich nehme die nächsten 200 schon mal in die Hand. Aber trotzdem, Bernhard, auch für dich. Reden wir von einer klassischen Sportart, die wir alle so kennen. Ja. Ist es Joggen?
Nein. Ist das etwas mit Fortbewegung? Ja. Läufst du mit den Füßen? Nein. Das heißt, du fährst Fahrrad? Ja. Du hast mit dem Fahrrad etwas Besonderes gemacht? Ja. Du magst, das heißt, bist du mit dem Fahrrad durch die Wüste gefahren? Du hast irgendein Rekord... Erst eine Antwort. Bist du mit dem Fahrrad durch die Wüste gefahren? Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, durch welche Wüste? Du hast mit einem Fahrrad nonstop die Sahara durchquert? Nein. Die Wüste Gobi? Nein. Ah, wir sind schon auf dem richtigen Kontinent, wie ich dem überlegen habe. Welcher denn? Ich habe für Sie gefragt, wissen Sie. Aber du hast mit dem Fahrrad einen Rekord bei einer Wüstendurchquerung oder Durchfahrung in irgendeiner Form? Nein. Ach, nein. Nein. 400. Also, Fahrradwüste. Nur bevor es, ich hatte eben angenommen, also er sei durch die Wüste. Und dann, ja, aber die letzte Frage war ja eine andere. Nicht in einem Rekord mit dem Fahrrad durch die Wüste gefahren, aber also alles andere war nicht gewesen. Ganz verkehrt. So. Also, probieren wir es. Ja, probieren wir es, Hubertus. Probier was. War an dem Fahrrad irgendwas besonders? Nein. Es war ein Rennrad? Ja. Ja, weiter, es läuft. Okay, es war ein Rennrad. Und mit dem Rennrad sind Sie durch eine Wüste gefahren? Ja. Ja, auch. In einem bestimmten Zeitraum? Ja. Alleine? Ja. Und haben während der Strecke noch etwas Besonderes zusätzlich gemacht? Nein. Sie haben es gemacht, ohne eine Flasche Wasser zu trinken? Nein. Sie haben es nur mit einer Packung Knäckebrot gemacht? Nein. Sie haben den ADAC angerufen, wenn Sie einen Platten hatten? Ich weiß es nicht, aber was kann man denn noch dazu erzählen? Das gibt noch. Ich weiß es nicht, ja. Gib's weiter. Ich stehe am Fortkommen. Ja, ich habe auch das Gefühl. Wir sind Amerika. 600. Und vielleicht müsst ihr ja noch mal ein bisschen größer denken. Stefanie, bitteschön. Manche steht da. Heißt manche, bist du das? Also du magst es heiß? Mhm. Nur du. Hat es, okay, ich frage noch mal generell. Hat es was mit Afrika zu tun? Ja. Dort ist auf jeden Fall die Wüste. Wow. In der du gefahren bist, ja. Ist die Strecke das Besondere? Ja. Und die Zeit? Ja. Das heißt, das fährt man durchschnittlich so eine Wüste durch in meiner Zeit? Kommt auf Konditionen an. Spielt die Jahreszeit eine Rolle? Nein. Nein, für die Lösung nicht. Nein. Was? Wie lange fährt man denn? Ich weiß nicht, was viel und was wenig ist. Ich glaube, es geht nur noch um die Formulierung. Ja. Er ist alleine durch die Wüste gefahren. Nonstop oder er ist der Erste? Ja, nicht nur durch die Wüste, glaube ich. Entscheidend ist, Wüste war ein Teil, aber nicht nur durch die Wüste. Er könnte vielleicht Teil. In Paris gestartet sein. Paris-Dakar, meinst vielleicht ist er Paris-Dakar gefahren, als Einzelner mit dem Fahrrad. Das ist nicht schlecht. So, dann Jörg, fang mal an. Du bist tatsächlich Afrika, wissen wir schon mal, der Kontinent von Nordafrika, also entweder Alexandria oder Kairo, runtergefahren bis an die Südspitze, also entweder Kapstadt oder was auch immer mit dem Fahrrad. Das ist richtig! Und zwar in Weltrekordzeit. Wahnsinn. 11.500 Kilometer in 5 Wochen. Eine spektakuläre Leistung, die Michael Strasser aus Wien da vollbracht hat. Und da sind natürlich auch eine Menge sehr, sehr spektakuläre Bilder bei entstanden. Willensstärke, Ausdauer, Adrenalin. Michael Strasser aus Wien ist mit seinem Rad auf Rekordjagd. 11.500 Kilometer durch Afrika, von Kairo nach Kapstadt, in nur 35 Tagen. Das ist das Ziel des Extremsportlers. Kaum zu glauben. Ja, die Schwierigkeit war, über 35 Tage die Konzentration zu halten. Immer jeden Tag zu wissen, man muss ungefähr knapp 400 Kilometer fahren, dass man am Ende den Rekord schafft. Hochmotiviert startet er in die ersten Tage, gönnt sich nie mehr als 4 Stunden Schlaf. Doch auch jeder Weltrekord hat seinen Tiefpunkt. Michael ist nach nur einer Woche am Ende. Am 8. Tag, das war so der 3. Tag durch die Wüste, da habe ich einen kompletten Kreislaufkollaps gehabt, habe mich dann übergeben, bin irgendwie, das war ein ganz schlimmer Tag. Schlussendlich beißt sich Michael durch.
Er geht über seine Grenzen hinaus. Also das war eben nicht gewusst, dass man über so lange Zeit so solche Schmerzen aushalten kann. Und holt nach 5 Wochen den Weltrekord. Und was sagen deine Freunde so dazu? Vermutlich, dass ich verrückt wäre. Respekt, Michael. Und ich darf jetzt mal eine Stellvertreterfrage für unser Publikum stellen. Warum tut man sowas? Ja, bitte. Die Antwort auf die Frage habe ich 5 Wochen lang gesucht. Aber ich glaube, wenn man einmal wirklich durch Botswana fährt und man plötzlich zwischen Elefanten, Zebras, Giraffen der Gast in der Landschaft ist, dann ist das eine Antwort auf viele Fragen. Hast du den einen oder anderen Zebrastreifen gesehen unterwegs? aber vorher schon. Ich meine, man muss ja irgendwann mal diesen Gedanken fassen und die Pläne schmieden. Ja, also körperlich haben wir sicher über 10 Jahre vorbereitet und das Projekt über 2 Jahre. Also das ist schon eine riesengroße Geschichte gewesen. Ja. Was war das Erste, was du gemacht hast, nachdem du in Kapstadt quasi durchs Ziel gefahren bist? Ohne Zeitdruck warm duschen. Das hat gut getan. Ja? Michael, herzlichen Glückwunsch zu 800 Euro. Danke für den Besuch und viel Erfolg für das, was kommt. Michael Strasser aus Wien. Danke, Michael. Herzlich willkommen, Günther aus Passau. Willkommen. Ja. Günther aus Passau und bitteschön, hier bekommen Sie schon mal einen kleinen Wissensvorsprung. Unser Rateteam sieht natürlich nicht, was jetzt eingeblendet wird. Nö. Sag doch mal. Bitte. Nö. So, so. Die haben nö gesagt. Ne? Nö. Nö. Der Ratehinweis lautet, als es bei Günther brannte, klatschte sogar die Feuerwehr. Das ist gut, ne? Ja, sehr gut. Ja, ja, sehr gut. Bernhard! Ja. Okay, es war ein einmaliges Ereignis. Ja. Es hat bei dir gebrannt. Feuer. Nein. Es hat nicht Feuer gebrannt. Ja. Doch. Ja. Doch. Ja. Ich frage nochmal neu. War es Feuer? Ja. Ja. Also das Haus hat gebrannt. Nein. Ah, es war Feuer. Okay. Aber es hat nicht gebrannt. Es hat nicht gebrannt, ja, gut. Genau. Es war einfach nur ein Kamin. Nein. Ist das Feuer relevant, wie groß es war? Nein. Auf jeden Fall kam die Feuerwehr. Nein. Gut, das macht es einfach. Ja. Ich finde gut, dass wir diesen Tipp haben. Ja. Du hast ein Feuer gelöscht. Nein. Du bist ein heißer Typ, sagen wir es mal so. Naja, ich sag mal so, wahrscheinlich wäre ihm lieber gewesen, das hätte Stefanie jetzt gesagt. Ja? Aber er lässt es mal so stehen, bescheiden wie er ist. Ja? Ja. Tut mir leid, Kollegen, dass ich nur gerade 45 Sekunden verbraucht habe. Ja. Nein, das war sehr unterhaltsam. Von der Luft wollen wir gar nicht reden. In die ich geatmet habe. Ja. Ja? So, Hubertus. War es ein Traum? Es war ein Traum. Ja. War es ein Albtraum? Nein. War es etwas Schlechtes, was sich ins Gute gewandelt hat? Nein. Hat das irgendwas mit den Flüssen in Passau zu tun? Nein. Die über die Ufer getreten sind? Nein. 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 Hat es was? Haben Sie ein großes Grundstück? Nein. Sie haben. Haben Sie ein kleines? Hat das mit dem Brennen etwas mit Schnaps zu tun? Nein. Hat es bei dem Brennen etwas mit, also hat es nicht mit Feuer zu tun? Doch. Nicht, nein. Nein. Es hat mit Feuer zu tun. Es hat mit Feuer zu tun. Stefanie, sind schon 400 Euro. Hat sich schon bis hierhin schon gelohnt. Ja? Ich nehme an, Sie sind ein heißer Typ. Hm? Gut. Also haben Sie versucht, etwas zum Brennen zu bringen? Ja. Ja. Ja, also es sollte etwas abgebrannt werden. Nein. Nein. Es sollte etwas, das Feuer sollte verschönern. Ja. Und Sie haben versucht, was zu Weihnachten anzubrennen. Nein. Anlässlich eines Festes. Nein. Ist es etwas Großes?
Ja. Im Garten? Also nein. Nein. Auf weitem Feld? Nein. Hat es was mit einer Fackel zu tun? Mit einer Olympia-Fackel? Ja. Ja. Haben Sie die Fackel entzündet für Olympia 2000, weiß ich nicht? Was haben wir jetzt, 2006? Was ist nee, ich löse gleich. Dankeschön. Nein, Stefanie. Aber gut geraten, sehr gut geraten. Ja. So, Jörg, jetzt kannst du. Also, ich möchte erst mal, weil das wäre jetzt echt der Knaller. Ich hatte damals eine Mitschülerin, 1972, die hieß mit Nachnamen Zahn. Heißen Sie Zahn? Jawohl. Sie haben 1972 das Olympische Feuer in München angezündet. Das ist richtig! Die einen sagen, er ist ein heißer Typ, die anderen sagen, er ist ein steiler Zahn. Ja. Den haben Sie schon öfter gehört. Ja, ne? Natürlich, logisch. Ja. Aber erzähl ganz mal klar. Die Geschichte. Nein, wirklich, das war damals, in der Klasse gab es jemanden, die hieß Zahn. Und damals ging es darum, wer wirklich das Feuer anzündet. Und ich glaube, Sie waren Mittelstreckenläufer, Langstrecke, keine Ahnung, sowas. Ja. Und dann hieß natürlich, er hieß Zahn. Und dann haben wir natürlich in der Schule uns immer drüber lustig gemacht, Verwandtschaft und sonst was. Mhm. Das ist echt witzig. Ah, ja. Solche Zufälle gibt es. Aber der Grund, warum Günther Zahn ausgewählt wurde, 1972 als letzter Fackelläufer dann tatsächlich im Münchner Olympiastadion das große olympische Feuer zu entzünden, das war noch ein ganz anderer. Der besonders elegante Laufstil, gab es da, heute würde man Casting dazu sagen, waren da mehrere Menschen dann in der Auswahl und mussten dann vor einer Jury vorlaufen oder wie? Nein, das war nicht so, es war vorher Deutsche Jugendmeisterschaft und da waren Leute da, die also vom NOK-Präsidenten Willi Daume hingeschickt worden sind. Und ich war am Sonntag dran und die waren halt zufälligerweise zu dem Zeitpunkt da, da habe ich die 1500 Meter gewonnen und deswegen bin ich dann ausgesucht worden. Ja. So kann es gehen. Hier, das ist die, ich mag sie gar nicht anfassen, weil das ist so ein Stück Geschichte und vielleicht nehmen Sie selber mal hoch. Ja, das ist die Originalfackel, mit der 1972 das Feuer bei den Olympischen Spielen. Das darf ich mal aus, das wird genau. Ich nehme, das ist ganz schwer. Ich habe gerade gedacht, das ist ganz schwer, das ist relativ leicht. Total Respekt, oder? Und ich kann mich auch gut erinnern daran, also damals in Atlanta war ja sehr beeindruckend, Muhammad Ali mit seiner Krankheit schon, wie er da gestanden ist. Also, allein deswegen schaue ich das natürlich an, weil ich selber derjenige war, der heute in München das gemacht hat, also mit dem Olympischen Feuer. Wir hätten Sie auch genommen, wenn Sie der gewesen wären, der auf der Treppe nach oben gestolpert wäre. Da wären Sie auch hierher gekommen. Also, aber es ist zum Glück nicht passiert. Die Fackel, ich bin ganz vorsichtig, die findet natürlich wieder ihren Platz. Hier sind die 600 Euro, die Sie heute von uns mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank für den Besuch und Grüße nach Passau. Günter Zahn. Und eine unglaubliche Geschichte haben wir noch. Herzlich willkommen, Eckart aus Markneukirchen. Willkommen bei uns. Unser Ratenteam ist ja immer unglaublich daran interessiert, gleich zu wissen, wo liegt Markneukirchen? Markneukirchen liegt an der tschechischen Grenze, im Vogtland. Mhm. Mehr sagen wir nicht. Sie zu Hause, meine Damen und Herren, erfahren noch ein bisschen mehr, bevor wir hier mit dem Raten beginnen. Sie machen immer gleich O. Da ist überhaupt kein emotionales. Ja, wollte ich gerade sagen, das haben Sie nichts erlebt in Ihrem Leben, dass Sie alles sehen? Oi. Das war gut. Ein Oi war das hier. Oi. Oh, Oi. Oi. Ja, Hubertus beginnt. Und ich weiß, Hubertus, der Ratehinweis wird dir Spaß bereiten. Ja. Eckart steht auf Übergrößen. Und Bühne frei für Hubertus Meyer-Burkhardt. Ein charmanter Schlingel. Wenn Kai mehr erzählt hätte über ihren Ort, wo sie herkommen, wäre das verräterisch gewesen? Vielleicht. Nein. Es hat mit ihrem Ort etwas zu tun? Nein. Ist es ein Ereignis, was passiert ist? Nein. Ist es ein Hobby? Nein. Ein Beruf? Ja. Den Beruf üben Sie aus? Ja.
Und er hat etwas mit Textil zu tun? Nein. Ist es ein Handwerk? Ja. Man kommt zu Ihnen? Ja. Sie haben eine Werkstatt? Ja. Sie arbeiten mit Holz? Ja. Sie schnitzen? Sie Nein. schreinern? Sie schreinern etwas? Nein. Hubertus! Das war eine der besten Fragenrunden. Das war wirklich gut. Lass mich doch mal los. Und du hast nicht, und du hast nicht einmal gefragt, ob die Leute gesünder sind, wenn ja. sie gehen. Das macht jetzt Steffi. Gibt's das auf Krankenschein? Ja, genau. So, Stefanie, du bist dran. Man kann es kaufen. Ja. Hat das was mit Weihnachten zu tun? Nein. Kann man mit dem, was Sie anfertigen, kann man sich reinlegen? Nein. Nein. Es wird zu etwas benutzt? Ja. Reine Deko? Nein. Man fertigt mit dem, was Sie anfertigen, was anderes an? Hä? Nein. Ja, also keine Maschine, Holzmaschine. Nein. Ist nicht Holz, ist es? Besitze ich das? Weiß ich nicht. Nein. 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 Der Hubertus? Nein. Nein. Also der Normalo? Das geht definitiv. Nein. Nein. Der Normalo besitzt es nicht? Nein. Okay. Firmen besitzen es? Nein. Haben Sie davor? Nein. Ich glaube, es geht nicht um Menschen. Es geht um 400. Und ja. Jörg ist an der Reihe. Okay. Ich arbeite mich ab, lieber Eckhardt, an dem Begriff steht auf Übergrößen. Haben Sie etwas geschaffen, was größer ist als normal? Ja. Sie arbeiten mit Holz. Sind Sie Tischler? Nein. Schreiner? Nein. Was macht man denn noch mit Holz? Schnitzen Sie? Nein. Bildhauer? Nein. Instrumente? Sie machen Instrumente? Ja. Sie haben ein Instrument gebaut, was größer ist als andere Instrumente. Was ist denn ein Holzinstrument? Ja. Eine Blockflöte? Eine große, eine mega Alphorn-Blockflöte? Nein. Gitarre? Riesengitarre? Nein. Aus Holz. Klavier nicht. Was ist denn? Oh, ja, es sind noch mal 200 oben drauf. Aber wir sind natürlich relativ nah an der Lösung. Und vielleicht gelingt es Bernhard jetzt. Ja, vielleicht fällt ihm ja noch das ein oder andere Holzinstrument ein. Du bist schon so nah dran, dass es peinlich wird, wenn man jetzt daneben. Ja, in der Tat. Okay. Aber es bleiben dir 45 Sekunden. Also das Besondere ist, dass du ein Instrument besonders groß gebaut hast. Wir müssen das Instrument finden. Ist es ein Saiteninstrument? Ja. Gitarre? Nein. Cello? Nein. Geige? Ja. Es ist die größte, du hast die größte Geige der Welt gebaut. Nein. Oder du hast eine der größten Geigen der Welt gebaut. Nein. Du baust Geigen, die größer sind als die Welt. Nein, du baust, Nein. Du baust Geigen, die verdammt groß sind. Ja. Du baust die, die größte Geige Deutschlands. Kein Nein. Du bist, du baust Geigen, die eine Größe haben, die mich überraschen würde. Ja. Okay. Du baust Geigen, deren Größe so ist, dass sie größer ist als klein. Wie gesagt, wir waren bei der Geige, wir waren bei der größten Geige, aber eine Kleinigkeit fehlt noch. Die ist spielbar. Die auch spielbar ist. Die spielbar ist. Ja, also, formulieren wir es in einem ganzen Satz. Hubertus, dein letzter Tipp. Es ist die größte Geige der Welt, die spielbar ist. Das ist richtig! Also hier fehlen noch 200, die haben wir eben noch, die möchte ich nicht vergessen. Das ist natürlich das Besondere daran, man kann ja Rieseninstrumente bauen, aber diese Riesengeige, und zwar die größte Geige der Welt, die Eckhardt mit seinen Kollegen gebaut hat, die ist auch spielbar und das tun sie auch und das ist spektakulär. Super. Das hier ist sie, die größte spielbare Geige der Welt. Wow. Grundlage war dieses Modell, ein Johann-Georg Schönfelder-Modell. Und Grundlage für das große Bauen, dieses riesige Plakat.
Mit einem Team von 15 Handwerksmeistern realisiert Eckart Seidel das Projekt Rieseninstrument in nur 6 Monaten. Also unter den Kollegen war das wirklich die Hoffnung, dass das Instrument gut klingt. Damit die Geige aber so kolossal klingt, wie sie aussieht, müssen 3 Musiker gleichzeitig Hand anlegen. Die ganze Zeit muss man ja wesentlich mehr Kraft aufwenden als normalerweise bei der Geige, wo man das nur einen kleinen Weg runterdrücken muss und die Saiten wesentlich dünner sind. Jetzt ist es ganz schön anstrengend für die Finger. Und für die Beine. Denn um den Bogen zu streichen, müssen 2 Männer auf einer genau berechneten Linie laufen. Kaum zu glauben. Wie geil. Eckart, wie oft bringen Sie diese Riesengeige zum Einsatz? Also teilweise 2-mal pro Jahr. Und wir haben verschiedene Engagements bekommen. Es gibt auch verschiedene komponierte, extra dafür komponierte Stücke, die wir uraufgeführt haben. Das Instrument hat, wie man hier sehen kann, auch den Eintrag ins Guinness-Buch erhalten. Dazu waren wir mit dem Instrument und dem natürlich zugehörigen Bogen in London. Also alles an dem Instrument ist ja nicht von der Stange. Jedes ist extra angefertigt. Für viele Sachen sind extra Werkzeuge und extra Modelle und Vorrichtungen zu machen gewesen. Die Saiten sind jetzt von einer Firma auch in Markneukirchen und deswegen auch der Hinweis, Markneukirchen ist die Stadt des Musikinstrumentenbaus schlechthin. Also eine wunderbare Geschichte und ich sage Glückwunsch zu 800 Euro und danke für den Besuch. Eckart Seidel, meine Damen und Herren. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Danke, dass Sie dabei waren. Und danke an unser Rateteam. Bernhard Hoeker. Schönen Abend. Robertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumpf. Und Jörg Pilawa. Guten Abend. Einen schönen Sonntagabend noch. Und einen guten Start morgen in die neue Woche. Tschüss, bis nächste Woche.